Was geht ab, Leute? Ein schöner Tag. Es hat zwar ein wenig geregnet, aber nichtsdestotrotz ein schöner Tag. Ich befinde mich in Russland, in St. Petersburg. Und ich wollte euch mal einfach mal hier den Alltag zeigen, wie es hier so abgeht, was hier so läuft, ob man hier Kriegszustände hat oder ob die Menschen in Angst und Schrecken leben oder ob das Leben einfach so läuft, als wäre nichts. So, auch ganz entspannt, auch ganz korrekt. So, ich befinde mich gerade in der Innenstadt und wir laufen hier einfach mal ein wenig rum, schauen uns das Ganze an, was hier so abgeht, was die Leute so machen, bis ich gleich verhaftet werde, weil ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache. Aber das habe ich immer bei mir. Das ist so ein Standardding. Aber ich glaube, das macht auch immer meine Videos aus, dass immer irgendetwas passiert. Ne? Es kann nichts ganz normal laufen bei mir. Es muss etwas passieren. Hier gibt es sogar einen Londoner Tourbus, wie man sehen kann. Der Stern da oben ist das Zeichen des Sieges, Leute, und das Zeichen der Zukunft. Merkt euch das. Hört auf meine Worte und wir reden nochmal in 10 Jahren. Miskin, der ist gerade zurückgekommen aus dem Krieg. Seht ihr das? Der hat noch die Armeehose an, Miskino. Die Leute gehen ohne Angst über die Straße, Leute. Das stelle ich mir normalerweise anders vor, wenn Krieg herrscht. Dass die Leute halt sich anders bewegen. Versteht ihr, was ich meine? Andere Schritte, eine andere Gangart. Aber die ist ganz normal, die kenne ich auch aus Deutschland. So, da haben wir einen Oligarchen. Dem gehören hier alle City-Roller. Der plant gerade den nächsten Coup. So, da gehen wir jetzt rein. Jetzt geht es in die Galeria, in die Shopping Mall, und wir gucken uns mal an, was da so abgeht, welche Läden noch existieren, welche Läden geschlossen sind und was die Leute so machen. Falls ihr euch fragt, welcher Wochentag heute ist: heute ist Dienstag, der 22. August, 14.07 Uhr. Oh, Daniel Wellington hat geschlossen. Was haben wir denn hier? Scandinavia Studio. Gon gibt es noch. Ist eine schöne Marke. Kann man machen. Pan Club ist, glaube ich, Pandora. Hier haben wir den russischen Zara. Mac. Soll aber scheiße sein. Ich habe mich schon informiert, Leute. Extra informiert. Schaut euch die Klamotten an. Die sollen minderwertige Qualität haben. Also noch schlimmer als Zara. Da, Love Republic gibt es auch. Oh, US Polo. Das ist eine Sache, die gar nicht geht. Überhaupt, ich hasse diese Marke. Ich hasse es. Ich glaube, das ist made in Turkey. Das ist auch eine türkische Marke, ne? Ralph Lauren auf Down-Syndrom. Ich gebe dem Ganzen hier noch 5 Minuten, bis ich dann aufgehalten werde. Wir gucken. Ganz korrekt. Falconeri kenne ich nicht. Soll Kaschmir sein. Aber das kenne ich. Calcedonia, fragt mich nicht, woher ich das kenne. Und Intermissimi gibt es auch noch hier. Samsung natürlich auch am Start. Ist das Apollo? Ja, ne? Sieht aus wie Apollo aus Deutschland. Hier kannst du dir eine schöne Ray-Ban kaufen, auch ganz korrekt. Bisschen Schmuck für den Krieg. Also, wie das Video heute beendet wird, also mein Gefühl sagt mir, mit so einem stumpfen Schlag. Dass ich einmal nur noch so einen Schlag auf meinen Hinterkopf spüre und dann in so einem Bunker wieder aufwache, wo ich dann so gefesselt bin und befragt werde. Die denken dann, dass ich ein Agent bin oder so. Irgendwie so, das ist so mein Gefühl. So, gehen wir hier mal rein. Bisschen Kosmetik, mal Kosmetik. Mal gucken, welche Probleme hier die Frauen haben während des Krieges. Also die Frauen sehen eher mehr danach aus, als würden sie nach einem Shampoo suchen, um ihre fettigen Haare loszuwerden, als dass sie sich auf irgendetwas hier vorbereiten. Verstehe ich nicht. Wie man in so einem Zustand nur an seine fettigen Haare denken muss. Ist ja unglaublich. Aber gibt es wenigstens alle Artikel? Ich kenne mich nicht aus. Ihr müsst das in die Kommentare. Oh, die brauchen wir. Die brauchen wir für den Rollator-Rapper.
gibt es auch, ja, das hat der Rollator-Rapper auch benutzt, um natürlich, wenn er die Toilette nicht erreichen kann, sich auch genüsslich in die Hose machen kann, ne? Also was ich hier denke, ist, dass Kasachstan benutzt wird, um die ganzen Artikel hier zu importieren, ne? Aber vielleicht sind die auch so zugänglich? Keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, Leute. Oh, Dior-Sachen, alles da, alles da. Ist aber wirklich ein schönes Einkaufszentrum, muss man ehrlich sagen. Also gefällt mir wirklich sehr, sehr. Aufbau, Struktur, sehr, sehr schön gemacht. Oh, das ist, glaube ich, etwas Chloroform. Chloroform, nennt man das so? Wenn ich dran rieche, werde ich in Unmacht fallen, habe ich das Gefühl. Ey, Leute, wirklich, das ist irgendwie ein bisschen komisch geworden. Das ist ein Anschlag. Oh, mir geht's nicht gut. Ich wurde vergiftet. Fuck. Ruft einen Krankenwagen. Ruft einen Krankenwagen. Hier haben wir auch Kombi-Hilfiger. Ich weiß nicht, ob die nicht aus Russland raus können oder sich denken, komm, ich will noch ein paar Geschäfte machen. Aber korrekt ist korrekt. Ganz kurz, bevor irgendwelche Leute schreiben, ich habe keine Kooperation mit Visit Russia oder sonstiges. Ich kriege kein Geld dafür, ne? Dass ich hier Werbung mache. Aber ihr könnt auf jeden Fall ganz entspannt nach Russland kommen, beantragt einfach ein Visum, ne? Und dann könnt ihr entweder über die Türkei hier rüberfliegen oder, wie ich es gemacht habe, bis nach Finnland und von dort aus nehmt ihr einfach den Bus. Kostet, glaube ich, 90 Euro das Ganze. Und dann kommt ihr ganz entspannt rüber. Ne? Dauert so 6 Stunden die Fahrt. Ist ein bisschen eklig auch, aber kann man auf jeden Fall machen. Und dann könnt ihr einen schönen Urlaub hier in Russland haben. Das Gute ist ja natürlich auch, dass 1 Euro 99,2 bzw. 100 Rubel sind. Ne? Und damit lässt es sich schon ganz gut leben, muss ich sagen. Guck mal, Karl Lagerfeld ist tot, aber seine Marke lebt hier noch weiter. Also, mehr Huldigung geht nicht. Da, Stars Café. Boah, man könnte meinen, es ist wie Starbucks. Ist das vielleicht Starbucks mal gewesen? Jedenfalls ist das Stars Café hier, Leute. 1:1 wie Starbucks. Soweit ich weiß, hat es, glaube ich, Timati, keine Ahnung, wie man den spricht, der Rapper, aufgekauft mit seinen Kollegen. Es ist alles 1:1 gleich. Es gibt auch dieselben Sachen. Hier, die Starbucks-Artikel. Ich glaube, es ist... Das kennt man alles schon, ne? Da die meisten kein Englisch sprechen, benutzen wir natürlich den Übersetzer, um einen Matcha mit Kokosnussmilch in groß zu bestellen. Ich glaube, so ist es richtig, oder? Das versteht man hoffentlich. Also es hat auf jeden Fall geklappt. Ich sag euch ehrlich, ich habe es erst gar nicht versucht mit Englisch. Ich hatte einfach gar keinen Bock. Hat mich nur so komisch angeschaut, ne? Aber der große Matcha mit Kokosnussmilch kostet 4 Euro. Ist schon teuer, ne? 400 Rubel ist auf jeden Fall eine Menge, ne? Das ist eigentlich... Darum kann man 3 Tage essen. Aber ich mache das natürlich für das Video, ne? Nicht für mich. Ich brauche das nicht. Und bezahlt habe ich natürlich auch mit einer Kreditkarte. Ne? Damit kommst du ja am besten durch. Woher ich diese Kreditkarte habe, das weiß keiner. Das weiß wirklich keiner. Man kann sich aber alles besorgen. Merkt euch das. So, probieren wir jetzt mal hier mein Stars Coffee. Schmeckt gut. Aber 4 Euro ist auf jeden Fall teuer. Ne? 400 Rubel, russische Verhältnisse, eine Menge, eine Menge. Also ich würde mir normalerweise keinen holen in Deutschland. Noch eine kleine Runde oben drehen. Und dann sind wir auch durch. Ack gibt's auch. Kennt man die Boots von denen. Schöne Schuhe für nachts. Oh, hier haben wir Georgs. Der Schuh, der atmet. Meint ihr, der Schuh würde auch helfen, wenn jemand keine Luft mehr kriegen würde? Wenn jemand sagt, ich kann nicht mehr atmen. Atmet dann der Schuh für einen? Was? Es gibt New Yorker? Das kann nicht sein. Es gibt wirklich New Yorker, Leute.
Das kann nicht sein. Ich dachte, diesen Müll gibt es nur in Deutschland. Jetzt nur noch eine Fishbone-Hose und eine Jacke und dann ist alles gut. Oh, sogar dieselben Angebote. 35 Euro für diese Jacke. Ich schwör's dir, ein Hurensohn, wer das trägt. Aber die Tops sind doch ganz schön, oder? Nur für 6,99. Kann man mitnehmen. Rika haben wir auch. Ist Rika deutsch? Weiß das jemand von euch, ob Rika deutsch ist? Ich glaube ja. Bestimmt ein Schwurbler. Ich mache natürlich nur Spaß, TikTok sportlich, bevor am Ende eine Abmahnung kommt. So, Fetch ausgetrunken. Der Smiley erinnert mich irgendwie an Mentalist. Ich habe wirklich immer mehr das Gefühl, dass etwas mit mir passiert. So, jetzt muss ich aber noch einen Mülleimer finden, um das hier zu entsorgen. Ne? Sachen auf den Boden schmeißen machen wir nur in Deutschland. So, der Beweis. Leute, eine Frage habe ich. Sehe ich aus wie ein Terrorist? Weil dieser Satz ist schon einmal gefallen, als ich mich auf den Weg nach Russland gemacht habe. Boah, wo muss ich jetzt lang? Ich glaube hier. Bis hier rüber. Leute, es gibt ja auch Afrikaner in Russland. Ja. Ich filme sie auch nicht, dass es am Ende heißt, ey, er hat extra die Kamera weggeschwenkt oder ausgemacht, als die Afrikaner ins Bild gekommen sind. Ne? Weil ich selbst zähle ja nicht als Afrikaner. Für den gewissen Herren. Da vorne haben wir einen von PMC Wagner. Ich wollte jetzt nicht direkt in sein Gesicht filmen, aber er geht gerade dort entlang. Scheiße, er kommt zurück. Scheiße, schnell die Kamera weg. Ich melde mich zurück mit einem Kaugummi im Mund. Das Kaugummi ist von der Marke Orbit. Ist das die gleiche Marke aus Deutschland? Ja, ne? Ich weiß es gar nicht. Heißt die auch Orbit? Das Logo sieht ein bisschen anders aus. Schmeckt aber gut. Das sieht aber lecker aus. So, wieder der Google-Übersetzer, um mir hier etwas zu holen. Granatapfel und Haselnuss nehme ich mir auf jeden Fall mit. Bin mal gespannt. 100 Gramm kosten 2,50. Nee, nicht das jetzt. 2,50, genau. Ey Leute, ich habe mich gerade satt gefressen. Soll ich denn Yusuf machen und ihm einfach 100 Rubel auf den Tisch legen und sagen, boah, danke, ich will nicht mehr? Oder soll ich mir was kaufen? Nee, ich glaube, ich hole mir auf jeden Fall was. Ich habe richtig Bock drauf. Hab's echt lange nicht mehr gegessen. Aber ist schon teuer, 2,50, ne? Das heißt 1 Kilo 25 Euro. Obwohl in der Türkei war es auch letztens. Als ich da war, wollte ich auch was holen. Und war auch so 20, 30 Euro. Ne? Und damals habe ich das, glaube ich, 1 Kilo für 12 Euro geholt. Wenn ich mich richtig erinnere. So Leute, ich habe mir jetzt einmal Granatapfel und einmal Haselnusscreme geholt. Jetzt gehen wir ans Wasser. Ein wenig spazieren. Hier habt ihr übrigens... It's a vlog? Yes, vlog. Oh, can you show me your vlog? Ah, yes, of course. Hello! Thank hey, you! Hammer, echt. Hier haben wir das russische Amazon, Leute. Und ja, Miskina hat es geschafft in den Vlog rein. Wir gehen international, Leute, endlich. Endlich komme ich an. Leute, der Belasch würde jetzt sagen, er hat die Kinder in seinen Vlog reingenommen, um sie zu instrumentalisieren, damit er das Gefühl vermittelt, dass die armen kleinen Kinder und man sollte die Russen nicht angreifen, man sollte auch den Standpunkt der Russen verstehen und. Ne? Er würde daraus eine Verschwörung wittern, weil nichts ist ohne Grund, merkt euch das. So Leute, ich befinde mich jetzt am River. Ne? St. Petersburg wird nicht umsonst Venedig des Nordens genannt. Ne? Also St. Petersburg, ne, jetzt erstmal eine Geschichtsstunde, ich habe mies recherchiert, besteht aus 42 Inseln, ne, die alle mit Brücken miteinander verbunden sind. Und man kann so eine Bootstour mieten, kostet so 8 bis 10 Euro und dann fährt man, glaube ich, einmal komplett um die Insel. Das ist auf jeden Fall auch echt sehr, sehr spannend. Privatboot kostet 150 Euro. Könnte ich auch machen, um natürlich meinen Lifestyle auszuleben, wie ich es sonst immer tue, aber muss jetzt nicht sein. Ne? Aber das kommt demnächst auch auf jeden Fall noch, dass ich so eine Bootstour mache. Wahrscheinlich dann im nächsten Vlog.
Ne? Das ist eher so ein Vlog, wo ich einmal die Stadt zeige. Und im nächsten Vlog, der kommt, ist so ein bisschen mehr so Alltag und ein paar Menschen abfacken. Also was heißt abfacken? Eher la 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 in St. Petersburg wird das nächste Video sein. Deine Brüder kämpfen im Krieg und du machst Fotos von deiner Frau. Schäm dich. Oh. Ah, es ist rot. Schnell rüber. Miskin, der guckt in die Kamera und geht wie ein Pideras. Wobei ich sagen muss, nichts dagegen, ne? Oh, guck mal, was für süße Fotos die machen. Whee! Oh, guck mal hier. Die hält die Blumen in der Hand. Die tut so, als wären sie ein Geschenk gewesen von einem Mann. Miskina Lügnerin. Ey, aber ich bin der Einzige, der hier mit Kamera rumläuft. Oh, ich dachte kurz, das sah aus wie Marcel. Krass. Ich dachte, der ist hier, um Dauer zu machen. So, hier befinden wir uns vor dem State Building von der Katharina der Zweiten, ne, die hier damals natürlich hier alles erobert hat. Nagelt mich nicht fest, Leute. Könnte sein, dass ich auch scheiße laber. Jedenfalls Katharina die Zweite. Ihr gehörte auch hier dieses Palast oder hat ihr gehört. Da gehen wir jetzt auch mal davor und filmen das Ganze. Das sieht schon echt gut aus, ne? Also Kunst, was Kunst angeht, ne? Sind die Russen echt ganz vorne mit dabei, ne? Nicht nur im Krieg. Das sieht schon gewaltig aus. Ich guck mal, ob ich rein kann. Ist hier eigentlich ein Theater drin? Einmal abchecken. Ich glaube ja. Das sieht aus wie ein Theater. Warte. Kurz übersetzen. Russisch-Deutsch. Lädt einfach nicht. Wisst ihr was? Ich gehe einfach rein. Ich gucke einfach mal. Oder lieber doch nicht. Ja, lieber doch nicht. Ich habe Angst. Am Ende komme ich nie wieder mehr lebend raus. Aber doch da. Theater. Da, da steht es. Seht ihr das? Das ist ein Theater. Stammt aus dem Jahre 1756, Leute. Da. Ich habe ein bisschen die Sprache gelernt. So ein bisschen das Lesen, Schreiben kann ich auch schon ein bisschen kirillisch. So, wir sind korrekt. Wir sind mit allem am Start. So, Leute, das ist das Ende vom ersten Vlog. Ne? Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wenn euch diese Art von Vlog gefallen hat. Dann mache ich auf jeden Fall einen zweiten Teil, wo ich euch noch andere Orte zeige und wo ich euch mehr durch St. Petersburg rumführe. Es kommen demnächst auch noch Städte wie Moskau. Dann gibt es auch noch Grozny, Tschetschenien. Und wir schauen auf jeden Fall, was man alles noch so mitnehmen kann.